wie geht's euch? Ja, wir haben euch im letzten Video versprochen, dass wir euch ein paar Techniken und Ideen an die Hand geben wollen, für die ihr jetzt gerade in dieser Zeit des Isoliertseins und Eingesperrtseins auch Zeit finden könnt. Und für mich ist wichtig, dass wir ganz kurze Videos machen, weil ich weiß, lange Videos werden immer gar nicht so viel angeguckt bis zum Ende, deswegen mache ich es heute wirklich kurz und knackig. Ich möchte euch Art Journaling vorstellen. Und zwar ist das quasi wie Tagebuch schreiben, aber wir schreiben nur ein ganz klein wenig und malen viel mehr. Wir drücken quasi unsere Emotionen und alles das, was in uns vorgeht, kreativ aus. Dafür gibt es so ganz tolle Bücher. Das sind zum Beispiel Art Journals, die gibt es im Amazon oder im gut ausgestatteten Bastelgeschäft. Der Vorteil von diesen Büchern ist, dass die Seiten dicker sind, sodass man wirklich mit den verschiedensten Medien malen kann. Es funktioniert ganz einfach. Man nimmt sich bestenfalls vielleicht einmal am Tag 30 Minuten Zeit. Das klingt vielleicht viel, aber es ist auch eine gute Möglichkeit, ein kleines Ritual für sich selber zu kreieren. Wir wissen, in der Trauer braucht es Rituale, unsere Trauer braucht Zeit. Vor allen Dingen ist es hilfreich, wenn wir täglich uns ein wenig Zeit für die Trauer nehmen. Und ich finde, 30 Minuten ist absolut machbar. Ich habe zwei kleine Kinder und gehe arbeiten. Ich stehe momentan jetzt momentan nicht, aber sonst, so vor Corona-Zeiten, stand ich immer 5.30 Uhr auf und habe mich rangesetzt, weil das die einzige Zeit des Tages ist, wo ich nicht völlig müde bin und wirklich Zeit für mich habe, weil die Kinder noch schlafen. Und in diesen 30 Minuten, da kann man sich auch einen Timer stellen, passiert Folgendes. Zur Vorbereitung, man nimmt sich sein Buch. Ich habe auf meinem Tisch jetzt verschiedene Medien. Zum Beispiel habe ich Crayons oder Acrylfarben. Es geht auch mit Wasserfarben oder zum Beispiel Stiften. Ganz egal, ich habe die vor mich hingelegt. Und ich habe mir, wenn ich mich hinsetze, überlege ich mir vorher, was zieht mich heute an? Welches Medium möchte ich gerne benutzen? Liegt es mir heute mehr an Wasserfarben oder möchte ich heute gerne mit Buntstiften malen? Das kann ich mir vorher so ein bisschen schon mal überlegen. Dann setze ich mich hin und nehme mir erstmal kurz Zeit für mich zum Ankommen. Das mache ich zum Beispiel, indem ich einfach 10-mal tief und in Ruhe ein- und ausatme, dass ich wieder sich zu mir finde, bei mir ankomme und mich wirklich mit meinen Gedanken, meinen Fokus auf diese Übungen richten kann. Wenn ich diese 10-mal einen ausgeatmet habe, suche ich mir mein Medium aus. Ich habe mich heute für die Crayons entschieden. Ich mag diese große Farbpalette, da habe ich ganz viel Auswahl. Und jetzt geht es darum, mir eine Farbe auszusuchen, die mir heute und jetzt in diesem Moment total zuspricht. Ich kann mir dafür wirklich einen Moment Zeit nehmen, einfach das zu nehmen, was mich interessiert, was mich anspricht, wo es mich hinzieht. Zum Beispiel ist es heute vielleicht ein warmes Rot. Wenn ich mir das ausgesucht habe, stelle ich meinen Timer auf 20 Minuten, setze mich hin, ich habe mein Buch vor mir und lasse meine Hand einfach machen. Das Wichtige beim Art Journaling ist, es geht nicht darum, dass hier hinterher ein großes Meisterwerk entsteht. Ich bin überhaupt kein guter Maler, überhaupt nicht der Kreativmensch auf dem Papier. Für mich war das ein bisschen erschreckend oder abschreckend am Anfang, aber ich habe gedacht, ich muss das jetzt unbedingt mal probieren, weil es klingt toll. Und ich habe wirklich mich darauf konzentriert, einfach meine Hand machen zu lassen, einfach den Bewegungen zu folgen und es kommen irgendwelche Bewegungen und man muss einfach vertrauen und die Hand machen lassen, weil es kommt aus dem tiefen Unterbewusstsein, aus dem Unbewussten und die Hand macht einfach. Am ersten Mal waren es bei mir Wellenbewegungen. Ich habe einfach Kreisbewegungen, Wellen gemacht. An anderen Mal waren es mehr die zackigen Bewegungen. Je nachdem, was so gerade in mir schlummert, kommt dann auch tatsächlich aufs Papier. Von daher, es spielt keine Rolle, was da am Ende rauskommt. Der Weg ist das Ziel. Es geht wirklich darum, einfach mal den Körper machen zu lassen und einfach mal den Geist auszuschalten und sich einfach mal dem hinzugeben, was man da gerade tut, ohne viel nachzudenken. Und das Schöne beim Art Journaling ist, dass wenn man so in dieser Ruhe verschwindet und sich einfach fallen lässt, da gehen dann ganz viele Sachen durch den Kopf oder vielleicht ist auch einfach nur Stille. Es ist so schön angenehm. Und die Gedanken, die einem dann durch den Kopf gehen, die
schreibt man danach auf. Man nimmt sich 20 Minuten Zeit fürs Malen, man kann sich einen Timer stellen und wenn die 20 Minuten um sind, nimmt man sich einfach nochmal 10 Minuten Zeit zu rekapitulieren, was ist in diesen 20 Minuten passiert. Was ist mir durch den Kopf gegangen? Hatte ich irgendwelche Inspirationen? Hatte ich irgendwelche Ideen? Sind mir irgendwelche traurigen Gedanken durch den Kopf gegangen? An wen habe ich gedacht? Das kann ich aufschreiben. Vielleicht ging auch einfach nichts durch den Kopf. Aber das kann man auch aufschreiben. Vielleicht kann man auch einfach das Bild beschreiben, was entstanden ist. Man kann sich's angucken und vielleicht interpretieren, was ist da, steckt da eigentlich drin, warum gerade diese Bewegung. Es macht ziemlich viel Spaß, das auszuprobieren und ich kann euch das nur empfehlen. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen inspirieren. Ich nehme mal noch das auf, wie ich male und zeige euch nachher das Endergebnis. Und wünsche euch ja viel Spaß und vielleicht auch den Mut oder den Willen, das mal auszutesten. Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Bis dann. Ciao.